Ja, moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play zu Last Epoch. Ja, wir sind hier bei Stolen Lands, bei der ersten von drei Missionen. Und machen heute noch den Boss. So. Gut. Wir haben eben einen ziemlich soliden Bild jetzt. Jo, ich habe noch einen anderen Bild dann zur Verfügung, falls wir Boss-Struggle haben, aber das ist jetzt langsam behoben. Der Bild ist einfach so bis Level 50 einfach nicht gerade gut gegen Bosse. Da die Explosionen nicht triggern, sollten sie mal beheben, weil eigentlich ist es ja so, dass wenn du schlägst, Explosionen triggerst, aber es geht, funktioniert irgendwie nicht. Da haben sie irgendwas falsch gemacht. Genauso wie jetzt hier am Anfang habe ich ja schon ein paar Gegner besiegt, einfach gerade am Spawn so Bosse hinzustellen, oder ja, also Gegner eigentlich hinzustellen, ist jetzt auch nicht gerade sehr nett. Weil ich ja noch einen Screenshot machen muss meistens und wo einfach nicht gestört werden will, bis ich das Video anmache. Aber scheinbar machen sie das immer noch. Das haben sie einfach nie gefixt. Die Mission ist auch ein bisschen älter schon. Jo, keine Ahnung. So, aber eben, wir kommen schnell vorwärts, mit Spaß zu spielen an diesem Bild. So. Und ich freue mich natürlich wieder riesig auf einen neuen Part. Wie ihr wahrscheinlich, hoffentlich. So. Ja, die Mission ist auch sehr gut. Weil man sich da durchschnetzeln kann durch diese Festung. Jo, ich muss manchmal einfach powern und dann ja, gibt es ja noch eine Explosion meistens. So, ich habe gesehen, es gibt noch viel Wort, aber ich habe ja schon so viel Wort. Ja, viel ist es noch nicht, aber Produktion ist eigentlich ziemlich instant. So, jetzt können wir hier noch was ein bisschen powern mit Buffen. Ja, mal sitzen bleiben oder stehen bleiben. Mhm. Ich bin schon lange draußen gewesen. Wieso bin ich jetzt an einem solchen Gegner gestorben, weil ich einfach den Kuckuck angeschaut habe? Jetzt laufen wir kurz durch. Das Spiel macht manchmal einfach keinen Sinn, weil ich schon lange draußen war, niemand. Vielleicht habe ich gebrannt und das sehr stark. Ja, ja, diese Dot-Effekte, hä? Es regen sich immer ständig Leute an, die irgendwie sterben, weil sie so ein paar hundert Dots haben und so. Stacks. Das ist halt einfach nicht so gut gelöst. So billig, hey. Ich sterbe in diesem Spiel nur, wenn ich irgendwie nicht konzentriert bin. Wenn ich gerade irgendwie so, ja, eigentlich schon eine Mission Ende bin. Wegen einem Gegner, der nicht mal dotet wahrscheinlich, oder nur wenig dotet. Ne, es ist dieser... Für Nahkämpfer sind die Gegner da, diese Dreiecks, weiß nicht, was das sind. Konstrukte, sowas und böse stark. Kann man halt nichts machen. Sind halt kleine Feiglinge, die irgendwie OP, irgendwie etwas machen müssen, was im Nahkampf nicht ausweichbar ist. Naja, friert man halt. So, jetzt hau, dann geht mal ab. Sich nicht bestellt. Die anderen zuerst. Herum. Sixt. So. Einfach mal die Sachen sehen. Ja, gib mir es doch. Ja, also. Wieso leuchtest du denn da noch? Also, dann. Jo, sind wir knapp dort. Also hier unten weiter. So. Genau hier oben. Ja, das Spiel ist halt noch mega in Beta. Ich glaube nicht, dass am 21. Februar alles komplett fertig ist. Es ist eigentlich kein Spiel heutzutage mehr komplett fertig. Der Spielspaß ist da, aber die nervlichen Sachen, die einfach so richtig nerven, die sind einfach noch drinnen. Und sollten eigentlich jetzt schon lange behoben sein müssen.
Aber wie man so sagt, eben die Entwickler haben ja nicht mehr Zeit zum Entwickeln. Sie müssen ja immer alles rausbringen, so schnell wie möglich. Könnt ihr mal aufhören, Nerven da? Viele Explosionen. Also, eben der andere Bild, der ist in der Mache, der ist viel besser gegen Bosse. Wegen diesen Runic Innovation. Macht sehr viel Schaden. Das ist irgendwie so eine Art. Wie sagt man dem, ja, Kometenregen, eher so Ding, Meteoritenregen ist, Meteoritenschauer, ist er gut gegen Bosse, aber ich habe irgendwie das Befürchten, dass das einfach nicht genügend aushält. Naja, wahrscheinlich schon. Aber dieser Bild hält wenigstens etwas aus, also richtig viel. Und jo. Ist natürlich auch ziemlich geil gegen das Farm, also das Farmen. Irgendwie, oh, schön. Sehr viel Schaden. Ja, Nahkampfbeats. Meine Güte, wieso mache ich die überhaupt noch? Kannst du einfach vergessen gegen viele Bosse. Weil ich nicht genau wusste, wie viel Nahkampf es ist oder so. Ja. Also wenn ich nicht so viel Mana brauche, also 80% weniger, dann könnte ich Fernkampf nehmen bei Mana Strike. Aber bringt das viel jetzt? Oder wie viel Mana bekomme ich überhaupt noch? Werde ich sehr viel Mana verlieren dadurch? Ja, der Bosskampf ist ein bisschen doof gerade. Ne? Vielleicht noch ein bisschen stärker werden. Jetzt hat er fast keinen Schaden gemacht, also es sind immer so die Crits. Ich habe das Gefühl, ja, die übertrieben stark sind und wenn er nicht crittet, dann macht er keinen Schaden. Ja, es ist recht stressig, am frühen Morgen, wo ich halt immer aufnehme. Ich muss mir Zeit nehmen, aber ich bin halt so oft weg im Fußballtraining, dass ich da eigentlich gar nicht am Nachmittag oder so aufnehmen kann. Wenn ich am fittesten bin, dann mache ich Sport. Gestern haben wir ein bisschen im Regen gespielt. Heute ist, glaube ich, gar nicht Regen. Machen wir auch ein bisschen länger. Aber ich bin auch nach wie vor noch nicht so fit. Also das macht halt schon sehr starke Schmerzen in meinem Brustkorb, wo ich ja sehr, ja, Schmerzen hatte. Aber warten und so kann ich auch nicht. Kann ich einfach pausieren, es geht nicht. Also dann werde ich zu müde und kraftlos. Also kaum Kraft. Und ja, am Abend bin ich ja dann manchmal auch sehr müde zum Livestreamen. Mehrere Stunden. Geht sicher wieder bald. Aber. Jetzt momentan bei so schlechter Gesundheit. Nee. Vielleicht heute Abend noch, aber auch nur weil ich auch so Lust habe natürlich wieder. Und ich könnte ja dann den Bild dann ein bisschen zeigen. Und wo ist der Akt 4, 5? Ich glaube in Akt 5. Akt 6 schon. Das nicht mehr. Und haben wir nicht mehr gespielt. Seit der letzten Aufnahme, also seit einem Tag ungefähr. Gestern war ich nämlich noch zu Besuch bei einer alten Dame. Die so ein bisschen. Jo. Wie viel Schaden machen denn die? Ja, sind halt 5 oder 6. What the fuck? Dieses Energy Shield. Da denkst du so, hast du genug Energy Shield und was kriegst du? Ja, der ist einfach zu zäh. Wisst ihr was? Wir gehen rüber zum anderen. Weil. Ja, wir sind so schnell hochgekommen durch den ersten Monolithen und so. Und jetzt ist er plötzlich so mega am Einbrechen. Weil einfach die Gegner nicht für uns ein Bild sind. Zu viel Dots heißt weniger Energy Shield, Regeneration und Produktion. Es ist einfach nicht gerade das, was gut ist. Wo ist jetzt der? Ich meine, ich glaube, er ist einfach voll. Das ist derjenige.
Also was bräuchten wir da drüben? Der da. Statik brauchen wir nicht. Schutz können wir drüben gebrauchen. Und natürlich die Resistenzen überall. Blitzschaden brauchen wir da drüben nicht. Das ist nämlich viel, viel besser. Ja. Also den brauchen wir noch. So, also brauche ich. Ich muss nämlich diesen Bild jetzt einfach noch ein bisschen grinden. Es geht nicht. Es ist. Jo. Der muss irgendwie. Jo, einfach equipped werden. Levels bekommen und dann städten. Ich dachte schon, weil Relief ist natürlich schon sehr stark, übertrieben stark bei Nahkämpfen. Und die Gegner machen halt schon sehr viel Schaden, wenn sie nicht direkt abgerotzt werden. Also es sagt drei sogar erst. Dann war es der andere Bild, den ich noch gemacht habe. Aber ja, ich mache viele Builds, um einfach zu schauen, ist es etwas, ist es nicht. Und es macht sehr viel Spaß, nebenbei einfach etwas noch zu machen können. So, ah, jetzt habe ich ihn gar nicht gecastet. Jetzt nochmal machen. So, ist das wieder zu gewöhnen an dem Bild. Was ich jetzt dann gleich noch haben muss, ist einfach der vierte Skillslot für Teleport und dann kann ich mir besser angreifen. Genau, jetzt ist er. Sehr gut. So, und der. Jo. Hat natürlich schon viel mehr Schaden als der andere auf diesem Niveau. Ich weiß nicht, wieso Builds so extrem unbalanciert manchmal sind. Vor allem im Nahkampf. Einfach viel zu viel Schaden kassieren und auch zu wenig Schaden machen manche. Nahkämpfer müssen natürlich schon viel mehr Schaden machen können, weil sie noch hinlaufen müssen und auch defensiver sein. Das sind sie einfach nicht. Also das Zeug ist halt einfach. Findest du ein Bild, der gerade fair genug ist, oder? Nee, es werden einfach Builds gespammt und du siehst das nicht direkt am Anfang, welcher Build denn wirklich gut ist. Dann fängst du irgendwie einen neuen Build an und denkst dir so, ja, das wäre dein guter Build. Und bist dann irgendwann bei Relief halt so richtig stöhnt, jo, unter Druck und machst dann wieder einen neuen Build. Wow, ist das Langzeitmotivation? Ich weiß nicht. Ich bin halt knüppelhart, aber ich habe einfach zu wenig Zeit, dann auch die Builds wirklich weiter zu spielen. Wenn er irgendwo struggelt, dann bin ich am Arsch. Und das ist halt schon, ja, eben. Bin wirklich nicht glücklich gewesen bei diesem Beat. Es sieht cool aus, es sieht einfach richtig motivierend aus, oder? Aber er ist nichts. Also er hat einfach diese Downtimes, schlechte AOE im Nahkampf. Ja, übertriebene Härte der Gegner, weil man halt nicht immer sofort alle killt. Was ist das für ein Spiel, wenn du da einfach denkst, du kannst die Gegner nur besiegen, indem du sie schnell besiegst? Das ist kein Balancing, oder? Das ist. Ah. Ja, ich mache mir wieder ein bisschen zu viele Gedanken über das Spiel. Jo, es ist einfach nicht so motivierend, dass du es eigentlich immer spielen kannst, immer sehr motiviert bleibst. Es hat einfach diese Downtimes, die einem dann wieder ein bisschen, ja, das Spielen verwehrt, ein bisschen das Gefühl bringt, ja, jetzt will ich nicht mehr spielen. Jetzt will ich kurz mal Pause machen, bis ich wieder eine Idee habe. Naja, wenn es mal fertig ist, dann macht es sicher viel, viel mehr Spaß. Bis dann muss man halt immer wieder ein bisschen etwas einstecken. Ja, ich bin jetzt gerade wieder Minecraft-Fan, weil ja eben das Spiel nicht mehr abstürzt. Und deshalb ist es so ein bisschen gemildert, Last Epoch zu spielen, weil man halt nicht bauen kann.
Ich kann nicht so kreativ sein, leider. Ich kann eigene Beats halt auch nicht gut machen. Ich muss ja den Fetermaker einstellen können. Dafür braucht man einfach Zeit. Man muss Sachen testen, ob sie droppen, ob sie angezeigt werden und so. Weil du sie immer wieder ausstellen kannst mit jedem einzelnen Befehl, den du unterdrückst. Stellst du wieder alle Items aus, die eigentlich, jo, noch einen anderen Wert haben, aber den gleichen Wert, den du nicht willst und so. Es ist nicht gut gemachter Fehler. Schlechter Fehler. Hui. Wie schade. Ohne dass ich da ja die Glyphe benutze. Geil! Also dieser Bild könnte vielleicht strugglen, weil er irgendwie zu wenig defensiv ist. Ich weiß jetzt nicht, an was, also wo die Defensive sonst noch herkommt. Außer den Schutz, oder? Und vielleicht einfach mehr Leben. Ja, das ist aber auch wieder ein Problem, oder? Wir haben ja den Totenbeet eigentlich aufgehört zu spielen, weil es einfach keine Leben auf Items gab. Und halt noch ein bisschen ja, Totenschaden oder so. Einfach beides nicht. Ja, da kommt man nicht drüber, das ist eine Megawand. Die doofe Megawand. Ja, der Zauber ist irgendwie nicht ganz so gut treffbar. Frostklauen ist so eine Art. Jo, ich muss schön aussehen, aber ich bin völlig falsch im Treffen. Ja, ist halt in Feuer umgewandelt und Feuer macht einen noch schlimmer mit dem Bogen. Damit es natürlich auch noch Wumms machen kann am Ende, dass der AOE vielleicht größer wird. Aber ja, ich möchte schon ein bisschen besser treffen und schneller treffen können. So, hier müssen wir eigentlich noch da drüben. Das ist ein Buff. Saubertempo. Und dann rechts unten noch abklingt, also Ding. Ja, abklingt ja dieses Ding. So, Teleport. Es gibt jetzt auch wieder einen neuen Bild mit Frostskeletons von Boardman 21 im Forum. Dafür glaube ich zu Max Roll, da bin ich nicht so oft. Aber da brauche ich noch mindestens einen zweiten Ring, Unique Ring für Minions. Und noch ein anderes Item. Dann könnte ich den machen vielleicht mal. Also. Und alle zu weit fliegen, diese Bällchen. Ui. Ja, es ist frustrierend, so wenig Zeit zu haben. Ich muss halt jetzt wirklich auf meine Gesundheit mehr schauen. Aber sobald ich dann wieder ein bisschen drin bin, geht es dann eigentlich wieder los. Aber jetzt muss ich aber schauen. Bin Google. Falsches Fenster aufgemacht. Doch 6, okay. Schlecht. Weil hier die zwei brauche ich, aber hier muss ich doch 6 machen. Also wenn ich da oben diese Zeichen habe, dann habe ich 18 Intelligenz. Dann am Schluss. Jetzt habe ich 3 Intelligenz. Wenn ich die drei habe. So, und das bringt natürlich viel mehr. Und hier unten muss ich, glaube ich, Zaubertempo nehmen. Was ist mit Eisschwalle? Eisschwalle tut sich ja nicht. Ah, links rum. Extra Projektile, deshalb ist es so schlecht. So, extra Projektile. Plus 2 sogar. Und keinen Stoß.
Das ist Stoß ab, so. Abstoßen. Nein. Also, Fast Speed hilft uns auch sehr viel weiter. Tap and Teleport fehlt halt noch. Und die Feuernova, die tut penetrieren und brennen. Brandschaden, Mann. Ja, könnte ein bisschen länger sein, damit es ein bisschen besser gegen Bosse wird. Naja. Mal einfrieren. Hallo, grüß Gott. Okay, es reicht von der Entfernung. Jo. Das ist ein Bosskiller. Geil. Oh, das Spiel. Es verwundert mich immer, wie stark man manchmal ist, wie schwach man manchmal ist, wie der Gegner plötzlich irgendwann mal stark ist, weil er irgendwie immer kritet. Jo. Ich bin nicht enttäuscht, ich bin nur ein bisschen genervt. Es ist einfach völlig schlecht, was die Entwickler manchmal rausbringen. Einfach so, ja, ich teste nicht. Ich werfe irgendwas rein. Und das macht halt mega viel Schaden, weil du in den Nahkampf musst. Oder weil du jetzt nicht gerade so treffen kannst. Und der Gegner so, kann manchmal mega schnell besiegt werden, manchmal mega lange nicht. Einfach, ja. Sehr viel Leben für manchen Beats haben oder Resistenzen und so. Das ist so immer so ein Hin und Her. Jo, und manche Spieler haben halt einfach viel, viel Zeit und auch sehr viel Durchhaltevermögen. Dann, jo, spielen sie einfach übertrieben viel und haben dann einen guten Bild. Oder, und setzen keine Handicaps. Craften halt viel und, ja, Loot fehlt, ist sehr gut eingestellt. Kann ich dann schon verstehen. Die sagen dann halt, ja, meistens dann, Spiel ist ja perfekt, ich weiß nicht, was du weißt und so. Ja, man sieht es ja bei mir, ich habe sehr wenig Zeit, also muss ich leiden. Ich habe erst kürzlich ein Video gesehen von einem Spiel, das heißt Tavernmaster. Das hast du nach 2 Stunden fertig gespielt. Und einer hat das 20 Stunden gespielt. Und hat alles mega detailliert beschrieben. Einfach mal 10-mal mehr gespielt. Und ich bin so mit 1300 Stunden, ja, so langsam ein bisschen genervt in Last of Us. So sind Spiele manchmal unterschiedlich, oder? Ich müsste vielleicht irgendwie welche Spiele spielen, die halt, ja, 40, 50 Stunden dauern, damit ich noch genügend Spaß habe. Aber ich spiele lieber Spiele, wo halt wirklich lange gehen, weil sie einfach viel mehr motivieren. Und einfach ein bisschen einstecken muss, wenn ich halt nicht gerade so viel dazu komme zu spielen. Schnell auch geht, bis man dann wieder ein neuer Charakter anfängt, oder wenn man größere Pausen dazwischen hat. Aber macht doch sehr viel Spaß. Also ist einfach nervig und das könnte ich bei kleineren Spielen halt nicht haben. So, Mana kosten, ne? So viel mal casten muss ich. Also,
Einfach nur zum Wissen für euch, falls ihr den Bait machen wollt, der ist mega nervig zum Spielen. Man muss halt wirklich ja, die W-Taste spammen und halt schauen, dass man noch mit der Maustaste teleportiert. Ich habe schon Ewigkeiten kein Bewegungsskill mehr auf der Maustaste gehabt. Ich muss mich da immer noch ein bisschen einbissen oder wann ich teleportieren will und muss und nicht einfach zufällig teleportieren. Und nichts kriegen. Aber was ist, wenn man dann die drei Elementar-Novas hat, also Feuer-Nova, und dann teleportiert nur auf kurze Distanz, sind einfach alle gesteckt. Also kann man dreifachen Schaden dann machen. Und dann muss ich ja den eigentlich eher kurz, weit, also sehr wenig weit spammen, oder? So gut es geht mit der Abklingzeit. Manche haben auch gesagt, Bewegungskills mit Abklingzeit ist doof. Ich finde, ja, man sollte sich ja nicht immer hin und her teleportieren können. Es ist schon gut, dass eine Abklingzeit ist, aber für mich ist er meistens ein bisschen zu wenig schnell dann wieder gut, ready. Weil man muss in diesem Spiel halt einfach manchmal zwingend ausweichen, weil der Entwickler halt will, dass man halt so One-Shot-Attacken kriegt. Das hat nichts zu suchen. Das hat nichts zu suchen in einem Hack'n'Slay. Und Abklingzeit hat einfach bei den Angriffskills nicht machen. Aber zum Beispiel Buffs, die brauchen Angriffskills. Ja, die brauchen gut dann. Und auch Teleport braucht Cooldown. Auch noch nicht so ewig lange. Und dann so wichtig alles mit Cooldown Reduction auszustatten. Ist auch nicht gerade mein. Ja, das, was ich brauche, oder? Naja. Ist halt so. Jetzt gehen wir den Weg noch ein bisschen weiter. Und dann ist das Video leider schon wieder vorbei. Jo. Ich halt wirklich sehr, sehr müde. Ich stehe aber immer um die gleiche Zeit, um 8 Uhr auf. Und wenn ich dann halt gestern sehr viel Sport gemacht habe, bin ich auch ein bisschen zu müde zum Let's Playen. Also, ja, es ist nicht oft. Das ist jetzt das erste Mal sicher seit einer Woche, dass ich wieder ein bisschen müde bin. Aber das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr auch Sport, das heißt Couchsportler oder PC-Sportler. Es gibt viele Kollegen, die wirklich auch Sport machen neben dem Game. Es gibt nicht nur diese Megasucht. Also ich finde, meine Kollegen, die Last Epoch spielen, sind viel weniger süchtig als die, die Fortnite spielen und GTA 5, also GTA Roleplay. Das ist gut so. Eben das Spiel kann man eigentlich immer so mega lange in einem Stück spielen. Das ist halt gut so. Das ist ein Spiel, das spielt man halt mehrmals pro Tag für eine Stunde ungefähr. Yeah, Session oder ja, weniger. Oder macht einfach große Pausen, kocht etwas oder ja, schläft ein bisschen. So, also ich muss diesen heilen. Ja. Muss Damage over Time höher kriegen. Ist zwar schon sehr stark, aber noch nicht stark genug. Dass es wirklich schnell genug geht. So, also dann. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler.